Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert. Wir klären ein paar Prüfungsfragen zum Handelsregister. Und da gibt es mehrere Dinge, die man klären muss. Die erste Frage: Wo ist das Handelsregister? Und die Antwort lautet: Beim Amtsgericht. Genau, streng genommen müsste man sagen, beim Registergericht, das beim Amtsgericht geführt wird. Amtsgericht, also beim Registergericht am Amtsgericht. Dann die nächste Frage: Wie strukturiert? Wie ist das Handelsregister strukturiert? Und da muss man wissen, es gibt eine Abteilung A und eine Abteilung B. Das äußert sich auch in den Abkürzungen HRA und dann kommt eine Nummer oder HRB und dann kommt eine Nummer. HRA ist die Einzelunternehmung und die Personengesellschaft und HRB ist die für die Kapitalgesellschaften. Also eine Einzelunternehmung oder eine Personengesellschaft wird in Abteilung A eingetragen und eine Kapitalgesellschaft in Abteilung B. Und dann die Unterscheidung zwischen der Wertigkeit der Eintragung, Wertigkeit der Eintragung. Man unterscheidet hier: eine Eintragung ins Handelsregister ist deklaratorisch oder sie ist konstitutiv. Deklaratorisch heißt, sie ist bekanntmachend. Das heißt, eine Tatsache, die schon vorher Tatsache ist, wird durch Eintragung ins Handelsregister bekannt gemacht. Sie ist rechtsbekundend. Dort wird etwas kundgetan, zum Beispiel Prokureintragung. Jemand ist Prokurist in dem Moment, wo ihm das ausdrücklich erklärt wird. Und die Eintragung ins Handelsregister macht diese Tatsache, die vorher schon da ist, bekannt. Und konstitutiv ist nicht rechtsbekundend, sondern rechtsbegründend. Das heißt, durch die Tatsache, dass etwas eingetragen ist ins Handelsregister, wird etwas zu einer Rechtstatsache. Das ist zum Beispiel die Gründung einer GmbH. Die GmbH wird durch Eintragung ins Handelsregister gegründet. Dadurch ist sie GmbH. Ja, das war's schon wieder. Wenn Sie weitere Klärung haben wollen, wenn Sie aus den Verwirrungszuständen raus wollen, in die Sie manche Bücher oder auch Skripte oder auch Unterricht bringt oder bringen, dann schauen Sie in spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie meine ganze Erfahrung aus 20 Jahren Lehren und Sie können leichter und schneller lernen. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.